hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2015 mit dem Falk und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Leute haben wir denn hier? 10, 15? 12 Leute insgesamt. 98. Die können ja mal alle Hallöchen sagen hier. Hallo. 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 Moin. Hallo. Jan, wo Joa. Hallo. Hallo. Wieder eine schlechte Idee, dass du genau hinter mir fährst. Ich weiß. Aber anders kann ich das nicht. Entschuldigung, 11 Leute sogar. Ich muss wir sind bei Falk mithalten oder so. Wir sind hier groß am Maishäckseln hier. Oh, das Graben, scheiße. Wo fahr ich eigentlich gerade hin? Frag mich gerade eher, wo Jan hinfährt. Ja, das wäre die nächste scheiße, Frage. Scheiße, ich hab push to talk drin, sorry. Ich hab die ganze Zeit gesagt, fahr doch zur anderen Seite. Ja, okay, nächstes Mal fahren wir auf Jan rein. Ja. Pipe rein. Joa, so sieht das aus hier. Ja, wie man sieht, wir haben 2000 und fast 50 Abonnenten, glaube ich, ne? Oder sind wir sogar schon... Ne, wir sind noch nicht drüber weg, mit Sicherheit noch nicht. Ja, bis das Video hochgeladen ist, dann sind wir 100 pro drüber weg. Jetzt sind wir schon bei 4000 Abonnenten. Das, Das ist... Das ist ja der Wahnsinn, ne? Insgesamt 2043 Abonnenten. Ihr seid einfach die Besten. Ja, ne? Finde ich auch. Wer fährt mit dem John Deere? Ein bisschen dichter ran. Müssen wir gleich eh wieder mit der Abschleppkette ziehen. Warum? Was ist denn? Welches Fahrrad? Ja, heute wurde ich mal... Ja, heute zieh du vor. Heute bin ich mal ein bisschen zu spät, deshalb durfte ich auch einen Häcksler übernehmen, ne? Ja. Julian, sagst du, wenn du übernehmen. Schon ein bisschen mehr Prozent hast, dann kann ich direkt neben dich fahren. Guck doch einfach auf Inspektor. Am einfachsten. Okay. Ich hab gerade das Fenster hier an. Das sieht ja mal richtig gut aus. Was die Aufnahme oder was die... Gerade was steht da mitten oder? Auf der Straße? Nee, wir fahren rum. Gut. Ein Push-to-Talk-Taste ist auf der Taste, wo ich mein Tempomat runtermache. Funktioniert super. Ja, merkt man. Deswegen fährst du also die ganze Alter Schwede, jetzt lenkt es richtig. Einer hat, glaube ich... Raus oder rum? Rum. Gut. Weil so Minikum fahre ich eigentlich immer rum. Ja, ich frag halt nur. Weiß ja schon, welche Situation wir schon hatten. Ja, 2 Wochen noch, denke ich mal, dann geht die Mais-Saison erst richtig los, in Wirklichkeit, meine ich. Ja. Und nächste Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen wieder die Schule. Bei uns, ja, auch jemand, den wir hier hatten, der hat ein bisschen früher Mais angesät. So, und ab Montag heißt es... Basti, fahr du. Oh. Ich zisch ab. Ab Montag geht es zum Loner. Zum Lohnunternehmen. Wo bist du denn jetzt hin? Ja. Wie voll bist du denn? Oder geht noch ein bisschen? Ja, noch ein bisschen. Kommt der Jan angebraucht. Ja, das habe ich gesehen. Alles easy. Noch ein bisschen kriege ich noch drauf. Ja, Julian, eine Frage, hat jemand Licht an? Nein. Der MF muss dich daran. Dich daran. Schon voll? Nee. Ja, doch. Läuft. Viel passt leider bei mir nicht drauf. Basti, lass mal durch, dass wir das hier gerade kriegen. Joa, so ist er, ne? Sieht ja mal richtig gut aus. Sowas würde ich in Real Life auch gerne können, das Rohr über den Häcksler drehen. Ja, das geht leider nicht. Das wird aber dann ein bisschen schwierig. Ja, kann man schon, aber ich weiß nicht, ob die Kabine da noch dran ist. Nee, kannst du nicht. Weiß. Du kannst das Rohr nicht. Kannst das Rohr da nicht rumdrehen. Also an dieser Befestigung von der Umleuchten, das müsste aus Gummi sein, dass es so hin und her wackeln kann. Könnte mir jemand kurz helfen kommen? Weil ich bin hier, hab kleinen Unfall gebaut. Ich seh nix, huhu. Ich komm schon. Ich sitze in den Büsche.
Lass mein Anhänger aber so lange hier stehen, ne? Ja. Was, die man merkt, dass ich mit meinem alten Joystick spiele, oder? Mit dem alten Joystick? Warum? Ja, wie kann man das merken? Wenn ich das Rohr drehe, dann geht das Rohr immer mit runter. Das kommt, weil du den Joystick nicht gerade hältst. Geht schon, kannst du ja zurückfahren. Und immer mit nach unten drückst dann. Rausbekommen, aber danke, Alex. Ich fahre ja mit meinem alten. Ah. Jetzt gar nicht. Da ist die Achssteuerung nicht mehr richtig. Achso. Konnte man die nicht ganz drehen, also wie jetzt ist. Und die jetzt hat ja so komische Achsen. Wenn ich jetzt auch so schräg machen würde, dann quietscht der auch nicht. Wer hat denn da seinen Wagen stehen gelassen? Ich habe ja Julian geholfen. Achso. Mir kurz geholfen, weil ich habe einen kleinen Unfall gebaut, weil die Fortuna-Karre so schiebt. Ich habe ein bisschen früher bremsen und nicht ganz so schnell. Ja, ich habe vergessen, dass sie so stark bremst. Dann bin ich über die Straße geschossen. Bremst? Ja, über die Straße geschossen, so. Das kannst du aber nicht sagen. Ja, aber da kennt ein Kind, ey. Ich will gar nicht wissen, was du angestellt hast. Gar nichts. Ja, höre ich. Ne? Wer ist eigentlich war ich eher schuld. Warum? Nee. Also, Stück ist hier ratzfatz. Ist doch nichts passiert, ist doch alles dran. Ich bin doch fasziniert eingefallen. Ist aber hier ratzfatz weg. Ist doch alles noch dran, oder nicht? Ich glaube, du hast noch was umleuchtet verloren. Nee. 50 Euro. 50 Euro? Da kriegst du sie nicht für. Da musst du wohl schon mal 200 Euro hinlegen oder 100. Nee, wir kriegen. Also, ich habe letztens auch eine kaputt gefahren. Da habe ich für 60 Euro eine bekommen. Ja, wurde toll, auch lange nicht über. Es kommt ja drauf an, wo du die kaufst. Ja, ich habe mir die bei Amazon. Und was für eine Qualität die hat. Ich habe die aus so einer Jonglierung. Es muss ja auch eine vernünftige sein, ne? Ich habe die bei. Wir fahren ja nur John Deere und dann habe ich einfach auf der John Deere-Seite geguckt, ob die so eine Rundumleuchte haben, weil ich habe die abgefahren, deswegen sollte ich eine neue besorgen. Gestern hat mich mein Vater losgeschickt, ich sollte Bindegarn holen für unsere Presse. Bin ich losgefahren. Ich bin voll. Als ich zurückgekommen bin, habe ich ihn das da auf den Tisch geknallt. und dann sage ich doch, dann sagt er zu mir, ja, was hast denn da mitgebracht? Ich sage, ja, Bindegarn. Ja, aber das Falsche, hat er gesagt. Ne, weil wir immer dieses Naturfarbene nehmen, ne? Achtung, ich komme zurück, ne, mit dem Häcksler. Ja, ich seh's, ich hab keinen Abfall. Gut, und dann habe ich zu ihm gesagt, naja gut, ich sage, es ist ja auch kein Problem, dann tausche ich sie wieder um morgen früh. Ich fahre da hin. Will die umtauschen? Geht nicht. Doch, geht schon. Aber ist teurer, das Doppelte. Du hast wahrscheinlich dann kein Geld mitgehabt, oder? Guck mal, 27 Euro kostet dieses Kunststoffzeug. Mhm. Ja. Und das andere kostet nochmal 30 Euro mehr. So. Nochmal 30. Ja, 30 Euro mehr. Also über 60 Euro kosten diese zwei Rollen. Eine Frage, wie viele Beine könnt ihr mit so einer Rolle machen? Das kann man schlecht sagen. Also wir schaffen immer mit unserer Rolle knapp an die 200, wenn wir Stroh pressen. Das weiß ich nicht, wie viel wir damit schaffen, aber es ist schon ordentlich. Kommt ja auch drauf auf die Länge von den Ballen an, wie du immer machst. Ja, wir machen die immer 1,55. Das ist ja süß. Ja, und sage ich, oh, das ist aber teuer, sage ich, 60 Euro. Dann sage ich, ja, da muss ich jetzt mal Vater anrufen, sage ich, weil da kann ich jetzt so auch nicht, weiß ich gar nicht. Und dann habe ich ihn angerufen und dann sagt er, was, 60 Euro kann nicht sein? Letztes Mal haben wir weniger bezahlt. Ich sage, doch, der sagt 60 Euro. Ja, hast du auch das Richtige, das ist keine Quaderballen, die großen. Ich sage, ja, das ist das Richtige. Habe ich ihn nochmal gefragt und dann sagt er, doch, das ist das. Ja, und dann haben wir es doch nicht mitgenommen. Dann bin ich wieder mit diesen blöden Plastikfahren wieder nach Hause gefahren. Weil 60 Euro für so ein Gerümpel da, das ist wohl ein bisschen happig. Für, ne? Naturfahren. Ja, wo sind denn eigentlich die ganzen Abfahrer? Ja, wo sind die denn jetzt hier? Ja, alle haben 100%. Oh mein Gott, wenn ich das da sehe, dann wird mir eigentlich schon wieder schlecht, ey. Entschuldigung.
Ja, ich bin schon an der BGA angekommen. Also der Hexer hat ein bisschen fliegen gelernt. So, wir haben nur einen, der abfährt. Ja, weil du über den Zaun gefahren bist, ne? Ne, das ist kein Zaun, hier ist ein Graben, den ich nicht gesehen habe. Oh mein Gott. Tja, also, naja. Du musst aber auch an der Stelle hier stehen bleiben. So ist das nun mal, ne? 60 Euro ist natürlich schon viel, aber naja, was willst du machen? Ich meine, wenn du sowas haben willst, dann musst du es bezahlen, ne? Mhm. So ist es nun mal, weil dieser Plastikfaden, der hält nicht, der reißt immer durch. Plastikgedöns da. Die Ballen im Eimer. Kannst du immer alle, ja, kannst du immer, dann schleudert der die weg und dann schleudert der dir das in eine Fresse oben. Weil oben steht ja jemand drauf auf dem Wagen und das, die schleudert das dann nach oben und der andere packt dann, ne? Und dann fliegt das alles hoch und dann hast du es im Gesicht. Na, zum Glück muss ich das morgen nicht machen. Ich gehe morgen schön auf den Schwader und hau die rein fertig und mein Vater will Pressen fahren. Da habe ich keine Probleme mit. Gar keine Probleme. Nebenbei mache ich noch ein paar Videos für euch wieder, ne? Ja. Für YouTube auch hier, ne? Für und euch wenn, da draußen, damit ihr. Wenn wir mal wieder Heu machen, dann zeige ich dir, dass ich mit GPS wieder Schwadern fahre aus Langeweile. Ach du hast ja. Hallo. Das ist ja wohl. Ja, was ist denn da jetzt, Herr da? Kommt da nochmal einer? Ich hab's nicht gesehen, tut mir leid. Ich hab gedacht, ihr fahrt alle da vorne rein, weil ich. Mensch. Wo bleibt denn der Fahrer hier? Ich dachte, es ist hier so viel los. Ja, ich fahr zu Falk. Ja, okay. Ich was in der Aufnahme passiert. Ja, das ist nicht so ganz ohne, ne? Also das ist ja. Ja, und ab Montag geht es ab ins Lohnunternehmen, dann werden wir erstmal ein bisschen Gras häckseln wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal von aus und dann geht das auch irgendwann los mit der Mais-Saison, ne? Da freuen sich schon bestimmt wieder. Stressig. Da freuen sich schon wieder die Videoaufnahmen. Ja. Ich komme gleich noch ein bisschen näher. Bei uns haben die hier gedroschen und da ist der Dresche fast angefangen zu brennen. Tja. Ja, bei uns ist dieses Jahr die Presse abgefackelt. Ja, so ist das, ne? Das sind die Lager halt. Die werden dann zu heiß. Und dann fängt das an zu glühen und dann fängt es an zu brennen. Nee, das Material war bei uns einfach zu nass und durch den Druck. Das ist richtig warm geworden und auf einmal boom, ja. Da kam ein Trockenes rein und dann ja, hat es angefangen zu brennen. Kann passieren. Das fand ich richtig komisch, aber zum Glück bin ich nicht gefahren. Das ist schon wieder eine neue Presse. Mach mal die Pipen ein bisschen weiter raus. Also ob du eine neue Presse gekauft hättest. Nee, mein Vater ist das auch schon mal passiert. Und da ist der Traktor fast auch mit abwackelt. Der ist ja klar, der hängt ja da mit dran. Ne? Ja, wenn du die Möglichkeit hast, dann kannst du ihn ja noch abbauen. Wieso, du kannst doch ganz schnell die Kupplung, hast du bestimmt Kupplung über Dings hier, oder nee? Kupplung über was? Ja, du kannst das doch automatisch aufmachen, oder nicht, von drinne. Machst du einfach auf und fährst los. Nee, bei uns, also wie du das jetzt sagst, du meinst das Zug mal so aus der Kabine aufmachen. Ja. Das haben wir aber bei uns, wir haben so einen Fahrer bei uns, der zieht da manchmal so fest dran, dass er es unten reißt. Und deswegen können wir das nicht mehr in das Tuch mal dran machen, dass wir das aufmachen können. Deswegen. Ach so. Wir haben auch jetzt am. Es läuft ja alles über Zapfwelle und so. Und wir haben so eine Einrast-Zapfwelle, weil wir haben vorletztes Jahr immer die Zapfwelle verloren bei der Presse. Und deswegen haben wir uns dann so eine Zapfwelle gekauft, die so grifffest ist. Die nicht runterrutschen kann. Grifffest? Ja, also dass sie fest da drauf packt an der Welle. Dass sie sich nicht bewegen kann. Okay. Naja, dann. Dann hilft dir das auch nicht, wenn du den für das Zug mal aufmachst und dann losfährst. Dann hängt das an der Dings. An der Dings? Ja, an der Zapfwelle, tut mir leid. Und eigentlich heißt das ja nicht Zapfwelle, ne? Eigentlich heißt das ja Gelenkwelle. Ach, jetzt hör doch auf, Mann. Das kann man beides sagen. Die Zapfwelle ist am Traktor. Die Gelenkwelle ist meist gelb. Bei uns meist. Ja, es gibt auch schwarze, es gibt auch. Deswegen habe ich ja gesagt meist. Es gibt auch grüne.
Und rote. Rote, ja. Ja, rote habe ich auch schon. Die dann einfach. So, wo geht's denn hier hin jetzt? Ich habe bis jetzt nur rote. Ist das das, ist das, das Feld hier unten gerade? Ja. Hoffentlich. Wie kommt man da rauf? Indem man rauffährt. Was? Ach, da ist ja die Einfahrt. Rechts. Ich dachte wegen das Häuschen, habe ich hier nicht gesehen, dass da was die Einfahrt ist. Häckseln. Rechts, links. So, wo ist der Abfahrer? Hä, wo ist der Abfahrer von eben? Der ist jetzt bei Paul. Ja, aber ich komme sofort. Ich bin in einer halben Minute da, weil ich komme. Wieso, hinter mir ist da schon einer, oder nicht? Nee. Hä, wer brummt da jetzt so? Oh. Pass auf den Zaun auf, ey, das schöne Maisgebiss, ohne Scheiß. Nicht der schöne Maisflöcker. Maisflöcker. Ja, du hast aber schon ganz schön dein Fortuna ein bisschen was drauf gefedert. Mhm. Oh, guck mal auf die Seite. Oh, ey, das hier jetzt extra. Ja, du kannst mal sehen, ey, das liegt am Hexlerfahrer. Liegt der Abfahrer. Nicht am Hexlerfahrer, der die Pipe nicht bewegen kann hier. Ey, die Einfahrt ist aber auch geil, ey. Zentral mittig fahren. Rechts rüber. Rechts, nicht links. Und du bist schon wieder fast am Zaun dran, ey. Weiß. Oh, hallo. Ich kann dich auch nicht sehen. Ich kann dort ja auch nicht sehen. Jetzt lässt er was stehen. Da zieh ich die vom Lohn ab. Welcher Lohn? Ja, den du nicht kriegst. ihr könnt auch ruhig reden, so ist es nicht, ne? Was für ein Lohn? Ja, was ist denn, wo sind die ganzen Leute hier? Ich dachte, hier waren so viele. Ja, die sind alle bei BGA. Was macht ihr da alle? Momentan sind nur drei Leute, das bin ich, Basti und Sebi. Macht ihr da Pause oder was? Ich bin hier auch noch, ich komme jetzt gar nicht zurück. Das ist knapp, fahr durch. Oh. Also das, ich bin jetzt gut das, voll, ne? Das Maisgebiss ist voll unrealistisch. Ist da unten eine enge Einfahrt oder was? Felix, komm zu mir, Jan ist voll. Nee, zu Falk. Damit was schon eine Aufnahme ist. Ich bin voll. Ich hab schon einen hier. Ja, du hast schon einen. Boah, ey, Alter. Also, Felix, ich häckste das mal kurz so weg, das ist kacke hier. Ah, nee, die Wände. Also das ist doch ganz easy aus der Einfahrt raus, ey. Du musst nur wissen, wann du lenken musst. Nur ist gut. Wissen ist besser. Ja, und wenig ist nix. Komm, ja. Felix. Was macht Aber auch bist du am Zaun ran gesät hier, du. Ja, höchsten Ertrag. Ja. Falk und ich muss alles vom Zaun weghexeln. Oh. Ist jetzt jemand vom Server gerade geflogen? Ich glaube Basti. Ja, Basti hat einfach mal den Server verlassen. Kommst du wieder rauf? Also, oder bleibst du jetzt, weil sonst muss ich deinen Trecker hier wegstellen, der kann da ja nicht stehen bleiben. Ja, dann muss ich wegstellen. Ja, dann steig ich ihn gleich weg. Jan, wo ist der denn? Ich sehe ihn. Der ist fast am Hof. Nee. Fast am Dings. Wo? Am Feld. Ja, ich fand, der kann ja hier nicht so stehen. Alter. Dann, am Feld? Ja, so ziemlich. Ja, dann steig aus, ich geh da rein. Wenn der Basti jetzt nicht mehr kann. Wir fangen oben wieder an hier, also hier vorne. Jan, red ich und bitte. Jan, steig da aus. Ah, kacke. Oh. Ups. Du hast mich noch nicht angestoßen. Ach, ihr seid da jetzt, oder was? Kriegst du alles mit? Ja klar. Warte, dann fahren wir woanders hin. Ja, Han. Ey, ich fahren woanders hin. Mach dein Gewiss. Du kannst da rein. Ja, wo denn? Es gibt zwei am Rand. Ja, der müsste an der Straße sein. Anstatt dass ihr erst einmal rumfahrt, ne? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ja das ist gut. Ja, Falk, ich wollte hier auch noch was für den Zaun übrig lassen. Mal gucken, ob die Hälfte stehen bleibt. Ja, genau, wenn es nicht rein. Da ist einer drinne. Es kann nicht sein, dass da einer drinne sitzt. Geht was rein im Wagen? Ja. Gut. Ich sehe das jetzt nicht. Da ist einer drinne. Da ist einer drinne, der ist unter Feld 19.
Halt ein bisschen einknicken das Rohr, also dass es ziemlich auf die Karre gerichtet ist. Ach da. Ja. Aber erst sagen, da sitzt einer drinnen, ne? Ja, ich habe jetzt gedacht, da links an dem, bei Feld 17? Ja, 1724. Ja, das ist Axel. Wo ist die Einfahrt von Feld 19? Ja, du musst da den engen Weg wieder reinfahren. Und dann links. Und dann links hinter so einem Gebäude, aber das ist ganz schön eng. Das ist gut eng. Ich mag nicht so gerne Mouse Control. Ich mag enge Wege. Ah, kacke, bei mir leckt's. Oh, ich mag noch was ganz anderes, was eng ist. Was war das? Wenn das nicht perfekt war. Nee, das war überhaupt nicht perfekt, das war scheiße, ganz ehrlich, jetzt gerade. Ich hab dich doch nicht getroffen. Ja, aber fast. Fast? Ja, trotzdem, wie sieht denn das aus? Oh, meine Pipe. Ja, das war jetzt auch nicht so cool. Wie sieht denn das aus? Gegenangriff. Ich seh nix, hallo. Geht noch was rein im Wagen, Junge? Ja, geht. Wenn nix reinkommt, schrei ich. Schreit da wie so ein... Wie so ein Gorilla. Ja, Lass mal näher kommen, Felix. Ich joine bei... Nee. Nein, wir sind im LPT. Ja, wieso, ist er rausgeflogen oder was? Ja. Ja. LS ist abgestürzt. Ja, trotzdem. Wer ist denn da noch rausgeflogen? Basti. Ist er noch da? Entschuldigung. Nee, der ist nicht da. Was macht denn derjenige, der da gerade jetzt runtergeflogen ist überhaupt? Er will wieder joinen. Nein, was er gemacht hat auf dem Server. Festfahrer. Nein. Obwohl drei Leute da beim Festfahren. Ich glaube, das geht doch schnell, oder? Mit dem Joinen. Join hier rauf. Zack, zack. Schnell. Schnell ist eine relative Sache, die wir mal nicht weiter betonen. Ich bin jetzt auch schon. Was ist denn hier jetzt? Wo fahrt ihr denn hin? Ja, ich bin voll. Ja. Nee, wo ist denn der andere? Was ist der andere auch voll? Der MF? Nee, der Case ist noch nicht voll. Ich bin jetzt gerade hier, der MF. Ja, gut. Geht was rein? Ach, da kommt schon der nächste. Wer denn? Oder wer ist das mit dem MF da jetzt? Ja, Felix, ich bin das Nose. Warum steht da jetzt falsches? Zurück. Ihr müsst dahinter uns ein bisschen Platz machen. Wie viele Abfahrer haben wir denn jetzt noch? Aber wie kommen wir eigentlich hier hinten hin, um hier hinten Mais zu sehen? Ich sehe hier nichts, weil das so dicht gesät ist. Also wer das gesät hat, dann müsste echt... Und warum müssen wir einfach so ganz so ganz weit weg von den Dings? Vorsicht, ich fahre noch mal ein Stück zurück, weil ich hänge da am Baum. Schon das Schneidwerk im Arsch gemacht. Ist schon echt eng, ne? Direkt neues Schneidwerk. So, wie geht das jetzt hier rum wieder, oder was? Nach rechts. Das ist eine Technik hier, du, ey. Junge. Boah, ist Falk schon weit gekommen, ey. Boah, Falk, nice. Ach Falk, der braucht noch ein bisschen Übung. Kennt ihr das, wenn ihr auf dem Lederstuhl sitzt, Alter, und ihr schwitzt euch voll? Ja, dann sammelt sich das alles und... Wir haben ein Ledersofa. Bah, richtig eklig. Ich krieg einen neuen, Dings, einen Schreibtischstuhl zum Geburtstag. Oh, was ist jetzt los? Ich hab den von meiner Mutter einfach mal. Ey, was ist hier los? Was machst du da? Ich weiß auch nicht, ich hänge hier in einem Pipe drin, ey. Im Baum irgendwie. Total Schaden. Shit! Der ist verbuggt! Wäre dir das jetzt im Lohnunternehmen passiert, ey, dann wärst du raus, der ganze schöne Rohr und die ganze Pipe. Ey, komm da nicht mehr raus! Sag mal, wie soll ich hier denn reinkommen? Jetzt bist du raus, oder? Sorry, Julian, ich hab grad letztens. Lach nicht, sonst machst du das gleich. Willst du mich verfolgen? Ich mag gerne. Deswegen bin ich nicht so gut neben dir gerade gefahren. Egal. Ich fahre im Moment was weiter rechts. Wegen. Fahr mal andere Seite jetzt. Andere Seite. Rüber.
Hier hin. Boah, einmal mit Profis arbeiten. Sei ruhig da, du, sonst machst du das gleich. Okay, komm. Lass mich fahren. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr fahren. Jetzt, wo ich das rausgeschnitten habe, alles. Ja. Da steckt es. Na, warte mal, das nächste Feld, wer hat das denn gerade gesagt? Wer hat dir gesagt, dass... Alex. Ja gut, das nächste Feld, wenn das genauso ist, machst du, ne? Das Vorgewende vorweg. Kein Problem. Weil hier das hier... Weil das hier ist ja sehr schnell gemacht hier. Höchstens 36 und 37. Ja, dann fahren wir da gleich hin. Nee, wir müssen hier die Felder beieinander machen. Die übernächste fährst du zurück, die nächste mache ich. Die übernächste solltest du dann ganz drauf kriegen. Oh, also brauche ich da gar... Lass mich raten. Ich hätte gar nicht mehr reinfahren müssen, oder? Nein. Ich auch nicht. Ich stehe hier noch. Ja, fahr mal ein bisschen weiter vor. Fahr auf da nicht zurück. Nein, bei mir. Nazi daneben. Felix über Lara. Felix nicht einfach wegfahren. Du kennst mich doch. Alter, das Ding hier. Mein Gott, ey, du. Immer noch nicht gelernt bis heute, ne? Hier hinten bitte. Alter, das Schwert. Ja. Schneller, gib Gas. Zu spät. Ich fahr schon so schnell, ich kann. Da hilft die Handbremse echt gut, ey. Hab ich nicht gesehen jetzt. Nee, von mir. Normalerweise kann ich das immer sehen. Welches Feld, Paul? Einfach mitkommen. Er hat gesagt, welches Feld? Jan. Genau, welches Feld? 23 und dann 22. Ein Häcksler kannst du 23, einer zu 22. Hey, da habt ihr auch 23 gesehen. Wenn wir ist gleich fertig, mein... wir sind gleich soweit hier ja fertig jetzt, ne? Gleich, ne? Hier, ne? 21 Jan! Und dann noch für Kuhhof häckseln. Er meint, wie viele Felder das da noch sind. Ja, wir müssen auch leider gleich wieder zum Ende kommen hier. Nein! Ach nee. Klar. Schade. Leider. Schade mit Schokolade. Ey, wie fahrt ihr hier? Da ist ein Bulli mitten auf dem Feld. Ich fahr doch ganz normal raus, ja. Rechts. Mal gucken, ob ich hier noch rumkomme. Nee, komm ich nicht. Oh, das Spektakel muss ich mir mit angucken, ne? Der mit dem Fan könnte mal langsam fahren. Geht schlecht. Ja. Wenn man so spät einlenkt. Du bist echt schon da hinten reingefahren? Bin ich hier drin, ich stehe hier vor. Mhm. Siehst du da, oder? Dass ich mich jetzt da durchquetschen muss, oder was? Ja. Ohne den Pinguin mitzunehmen, oder was? Genau. Boah, das ist hier so motherfucking eng, Alter. Achtung, ich komme, ich fahr genau also ich schon drauf. Rückwärts. Vorsicht, es explodiert gleich was. Fahr doch. Ja, also es nützt nichts. Wir machen hier an diesem Ende Schluss und sehen uns vielleicht gleich wieder im zweiten Teil. Also bis gleich. Ja, Mann. Ja, aber wieso vielleicht?